Hallo und willkommen zurück zu Onikari oder sowas in der Art. ich habe gerade noch den Dämonen aufgerüstet und wir haben eine neue Fähigkeit und ich habe was gelevelt, was wohl, wenn wir Treffer bekommen, Heilung wieder dazu bekommen. Wir gucken einfach mal. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keins aufs Maul oder so. Ja, da, ich bin fast frei. Es gibt so viele Dinge, die ich tun will und essen. Und es gibt so vieles, was ich essen möchte. Und was werde ich auch? Werde ich auch. Aber zuerst muss ich ins Dorf zurück. Ich glaube nicht, dass dieser Junge weiß, dass er durch den Schleier gegangen ist. Hör mal zu, ich verstehe, wie du dich fühlst, aber du wirst nicht ins Dorf zurückkehren können. Du musst ins Jenseits gehen. Das musst du akzeptieren. Was? Das ist nicht deine Entscheidung. Ich gehe zurück ins Dorf und du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Das kannst du nicht. Die Toten müssen ins Jenseits übergehen und wiedergeboren werden. Aber ich bin nicht tot, ich bin am Leben. Schau doch. Nein, das bist du nicht, du. Ich kann dich nicht hören. Ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Warum sollte ich tot sein? Ich bin nicht tot, ich bin es einfach nicht. Hast du auf diese Weise so lange hier ausgeharrt, indem du dich weigerst, deinen eigenen Tod zu akzeptieren? Ich will nicht ins Jenseits. Ich mag es, am Leben zu sein. Ich will leben. Warte, noch haben wir Warte. Zeit. Horche in dich hinein. Du musst nicht so enden. Ich bin nicht tot. Ich werde nicht gehen. Oh nein. Oh, das ist schrecklich. So. Verdammt. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, ihn von seinem Elend zu erlösen. Probier mal die neue Attacke. Nein, hallo? Hallo? Toll, jetzt haben wir die neue Attacke nicht sehen können, weil ich da zwischen deinen blöden Klauen festhing. Blödes Teil. Nein! Okay. Oh, das ist doch... Ich hasse sowas, ne? So, komm schon, schnell, schnell. Ganz viel angreifen, ganz schnell. Ich weiß, die kriegen Schaden, die sind auch vergiftet, deswegen. Ich glaube, ich muss so auch wirklich mal nur trainieren gehen. Oh, ich komme nicht mal aus dieser Ecke hier raus, ne? Oh nein! Ich hasse sowas. Oh ja, wir sind wieder vergiftet. Heilen. Also wir müssen gleich wieder Tränke suchen gehen. Ah, nur weil wir so ein blöder kleiner Junge helfen mussten, kriegen wir hier eins aufs Maul. Wo ist der? Ach da. Oh Mann, ich hasse sowas, ne? Okay. Okay. Wir haben ihn besiegt. Er hat sich geweigert, seinen eigenen Tod zu akzeptieren und war verloren. Für wie lange wohl?
Er wäre nie glücklich geworden. Du hast ihn gerettet. Ich glaube fast daran. Das möchte ich auch. Ja. Es ist nie einfach, oder? Diese Arbeit. Und wir sind die Einzigen, die sie erreichen können. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass du recht hast. Wir müssen den Nachtteufel retten. Ja. Wie kann das Reich die Wiedergeburt dulden, wenn sie so etwas wie den Nachtteufel in die Welt bringt? Ich wünsche mir nur etwas Hoffnung. Selbst wenn das Königreich vor der Zerstörung steht. Und sobald ich sie gefunden habe, gebe ich die Hoffnung an dich weiter. Du den Reich alles gegeben hast. Das ist kein Deutsch, oder? Ich höre es. Ich danke dir. Aber ich habe bereits Hoffnung. Seit wir uns getroffen haben, bist du meine Quelle der Hoffnung. Also bin ich es, die dein Versprechen ablegen sollte. Ich werde die Sache mit dir bis zum bitteren Ende durchstehen. Das weiß ich zu schätzen. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, mich an so viel wie möglich zu erinnern. Kann es sein, dass sie die wahre Herrscherin ist? Kann das vielleicht sein? Weil, der Nachtteufel ist ja hinter ihr her. Und dass wir vielleicht irgendwie mit denen verwandt sind. Ich weiß es zwar nicht so genau, aber es könnte sein, oder? Ich überlege gerade, bevor wir weitergehen, dass wir hier kämpfen. Wenn wir hier noch was haben. Weil, dass wir vielleicht noch ein paar Tränke finden und vielleicht Level 30 werden. Ich will die Folge nicht verzögern, aber ihr wisst, das gehört dazu. Weil wir müssen auf jeden Fall trainieren. Das wahrscheinlich vom Bosskampf werden wir 100 Mal sterben und ich werde mich so aufregen. Okay, wir haben Stufe 30 erreicht. Das ist schön. Okay, dann laufen wir zurück und gehen wir weiter. Das wollte ich nämlich, dass wir wenigstens Stufe 30 sind. Ah! Wir haben so einen noch nie besiegt! Weil die mal verschwunden sind. Warte, den nehmen wir natürlich mit, wenn wir einmal hier sind. Oh, sie sind betäubt! Nein! Hallo! So, besiegt. Ah, wir haben auch eine Trophäe bekommen dafür. Und Sachen. Lag da noch was? Nö. Okay. Dann gehen wir zurück. Dann haben wir auch mal einen davon besiegt. Wir speichern natürlich wieder, ne? Ihr wisst, das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung in dem Spiel. Boah, dass sie jedes Mal hier die Türen knallen müssen in dem Haus, ne? Unfassbar. Ah, da hinten war auch noch ein Speicherpunkt. Ist egal. Ist egal. So, laufen wir mal. Ich glaube, wir sind jetzt in dem Dörfchen. Oder vielleicht haben wir immer noch einen Weg davor. Das ist die 19. Folge, wenn ich das richtig habe hier gerade. Das ist schon krass, finde ich. Das sieht auch verlassen aus. Hier gibt's. Hier ging Suhi hin, bevor er sich in den Nachtteufel verwandelte. Ziemlich tadellos, oh hier. Was treibt ihn zu solchen Hass? Nun, er wurde aus dem Reich verstoßen, obwohl er nur
schon, obwohl er zur Blutlinie der Herrscher gehörte. Das wäre ich auch nicht gerade gütig gestimmt. Oh, wer ist das denn? Welch ist der das ja? Oh, guck mal. Was passiert, wenn wir jetzt in das andere Reich gehen? Das passiert, okay. Ich guck. Ah, guck mal, hier ist ein Dämon. Den nehmen wir natürlich mit. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Mal gucken. Oh, dieser war hübsch. Oh, ist ein R, glaube ich. Das hört ja ein R an. Das sah gerade erst aus wie eine Sie, aber ich glaube, das ist ein R. Also ich wollte gerade sagen, kommt keine Beschreibung. Okay. Ich gucke mich gerade einfach nur mal ein bisschen um. Wir speichern lieber nochmal. Ich weiß nämlich nicht, was da passiert. Und gehen wieder zurück. Und reden mit den jungen Herren hier vorne. Ah, wir können jetzt 8 Tränke mitnehmen, habe ich gerade gesehen. Du da, wie lange lebst du schon hier? Kommen dir die Namen und der Nachtteufel bekannt vor? Der Nachtteufel, den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Du kennst ihn also? Tut das nicht jeder? Wie ich höre, wurde er hier geboren. Ja, das wurde er. Er war nur ein Junge. Aber in ihm brannte ein unglaubliches Feuer. Man konnte es in seinen Augen sehen. Nun los, lass mich, ich muss schlafen. Nun lass mich, ich muss schlafen. Ich brauche etwas Ruhe, bevor sie kommen. Wer sind sie? Das geht dich nichts an. Nur noch eine Frage. Weißt du, was sein Hass ausgelöst hat? Ausgelöst? Ich glaube, dass er bereits jemanden getötet hat, als er hier ankam, aber ich erinnere mich nicht wirklich daran. Verstehe. Okay. Wir sollten uns ein wenig hier umsehen. Mit etwas Glück erfahren wir ein wenig mehr über den Nachtteufel. Gute Idee. Dann machen wir das doch. Okay. Ich guck mal, ob jetzt hier hinten was ist. Okay, ich dachte gerade, wir könnten die Fässer kaputt machen. No. Erinnerst du dich an irgendwas? Soka. Weißt du, wo ich suchen soll? Nein, tut mir leid. Ja. Schon okay, lass dir Zeit. Wir sind der Vergangenheit des Nachtteufels bereits auf der Spur. Bestimmt finden wir etwas Nützliches heraus. Danke. Oh nein. Hast du das gehört? Das kam aus dem Dorf. Oh nein, nicht noch ein Bosskampf. Wir haben fast keine Tränke mehr. Bleib, wo du bist. Das ist unser Kampf. Wow. Vor langer Zeit waren wir die Bösewichte in dieser Gegend. Das ist schon lange her, dass ich mich darum noch an Einzelheiten erinnern kann. Nun, diese armen Seelen erinnern mich an uns und das Ausmaß unseres Verbrechens. Es sind die Seelen aller, die wir getötet haben. Sie können weder ins Jenseits gelangen noch verblassen. Sie sitzen hier fest und hegen einen gewissen Groll gegen uns. Dieses Leben ist
alles, was wir noch haben, und wir werden den Rest davon damit verbringen, uns unsere Verbrechen zu stellen. Das war so klar. Wieso war das klar? Ich bin ein Wächter, ich kann nicht einfach tadellos zusehen. Doch, können wir! Können wir! Bin ich einverstanden mit! Wir können ruhig zu gucken! Habe ich kein Problem mit! Das klingt aber schnell ab, oder? Nimm den Trank! Oh, nimm doch den Trank! Mein Gott! Das, ich hasse das, wenn dir irgendwie... Also, ich weiß nicht, ob das normal ist bei dem Spiel, aber manchmal tut das Spiel die Befehle nicht nehmen, die man, benutzt. Also... Oh, nein! Also es kann sein, dass das ein bisschen buggy ist oder so. Ich weiß es manchmal nicht. So. Oh nee, nicht schon wieder. Es kann sein, dass wir jetzt hier verlieren. Nein, wieder heilen, heilen, heilen. So. Wie ich das hasse, ne? Nein, nein! Geh doch weg da! Mein Gott! Boah, das regt einen so auf, ne? Dass wir können hier nicht mal weg oder so. Na, wir können auch nicht mal zu dem Ding da hinten hin. Wir sind tot. Das ist, weil der manchmal die Tastenkombis nicht nimmt, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt so schaffen. Oder ich erstmal wieder auf Suche nach Tränken gehe. Das wahrscheinlich dann wieder 2 Stunden dauert. Oh, wir sind mitten im Kampf. Das kann nicht wahr sein, ne? Zu gucken, dass wir den angreifen, sobald wir wütend sind. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich doch. Ich verstehe auch nicht, wieso wir... Oh, lauf weg, lauf weg. Och nein, ich hasse das. Oh Mann, das haben wir schon wieder den Trank genommen. So. Ne. Das ist das Problem an diesem Spiel, ne? Ey, das ist manchmal so scheiße. Besonders, wir sind jetzt, glaube ich, die ganze Zeit in diesem Kampf drin, ne? Oh, wie ich sowas hasse, ne? Das ist wirklich an diesen Spielen, was ich daran hasse. Besonders, es ist einfach unfair. Mach doch! Mein Gott! Entschuldigung, dass ich gerade hier rummecker, aber das kann nicht sein, dass man Tasten betätigt und das Spiel das nicht akzeptiert. Und besonders, dass hier dann noch, nur weil der Opa da auf einmal doch zu schwach ist. Oh, Katzen, jetzt bitte nicht hier rumkämpfen. Okay, jetzt habe ich wenigstens mal die... Oh nein, 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 lauf doch! Oh, Hua. Heil dich, heil dich! Oh, wie das hasse. Moratta!
Müssen sehr aufpassen. Können wir auch in die andere Welt? Dann können die uns nämlich heilen, die Kleine. Also sollten wir das gleich sonst mal ausprobieren, wenn wir jetzt nochmal sterben sollten. Ja, ist klar. Jetzt kommt er mit diesen blöden Dingen. Komm schon, nicht mehr viel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Also ist nicht mehr viel. Ja. Oh Mann, es tut mir leid, dass ich so viel Ruhe gemeckert habe, aber... Ja, Mann. Es tut mir leid. Du bist ziemlich gut. Aber du bist nicht überzeugend von dem, was du tust. Genau wie er. Genau wie der Nachtteufel. Gib ihn nicht auf. Bleib bei uns. Ach, was für ein schönes schöner Duft. Ist das eine Blume? Ah. Ja, ein Moosglöckchen. Die hat er immer geliebt. Jeden Tag pflückte er eins und sah es einfach nur an. Er schien ihn irgendwie zu beruhigen. Umso geschockter waren wir, als er zu dem Vollstrecker wurde. Was trieb ihn zu solchen Hass? Ich weiß es bis heute nicht. Du sagtest, der Nachtteufel mochte Moosglöckchen? Aber hier blüht gar keine. Nein, die wachsen hier schon lange nicht mehr. Vielleicht gibt es sie noch jenseits des Waldes. Wir werden nachsehen. Darf ich jetzt schlafen? Ich bin so müde. So müde. Ja, du darfst jetzt endlich ruhen. Er hat sein Versprechen wieder gut gemacht. Aber das war eine schreckliche Art zu sterben. Ich weiß. Wir müssen dieses Reich zu einem Ort machen, an dem solche Tragödien nicht länger geschehen. Oh nein! Lass uns gehen. Wir haben viel zu erledigen. Wir müssen auf jeden Fall wirklich kämpfen, Leute. Ah, wir hatten Level Up! Und keine Tränke mehr. Geil. Wirklich toll. Danke, Spiel. Wir speichern auf jeden Fall. Und, warte, ich muss mal kurz den Titel der Folge aufschreiben. Ah, oh, sowas regt mich auf. Na, es tut mir leid, dass ich so rumgemeckert habe, aber sowas regt mich einfach nur auf. Oh, Mann. Wie gesagt, ich mag diese Spiele, sowas, ne? Aber muss sowas sein, dass die Gegner so unfair kämpfen? Muss das sein? Ich glaube, hier können wir hindurch. Komm schon. Sieh nur, Moosglöckchen. Oh. Stimmt. Oh. Sie scheinen einen Pfad zu bilden. Wirklich? Ja, sieh doch. Sie wurden alle nacheinander angepflanzt, in einer Reihe. Ich glaube, du hast recht. Wir sollten ihnen folgen. Vielleicht erwartet uns gar nichts am sein Ende, aber wir könnten zumindest nachsehen, wie weit es führt. Das klingt gut. Alles, was uns den Geheimnis des Nachtteufels näher bringt. Okay.
Wir kommen wahrscheinlich jetzt in dieses pinke Gebiet, wo wir waren, ne? Mal gucken, mal gucken. Okay, ihr wisst, was das bedeutet. Speicherpunkt. Speichern. Nein. Ja. Wir können ja auf Hardcore spielen, Leute. Auf Hardcore. Was haltet ihr davon? Oh Gott, ich muss mich gerade anders hinsetzen. Wir müssen aber auf. Oh nein, hier ist ein großer. Oh, da freue ich mich ja drauf. Ja, komm. Es kann sein, dass ich gleich wieder privat erstmal zocken muss. Damit wir, oder halt bevor ich die nächste Aufnahme starte, erstmal Tränke sammeln, leveln muss. Wir haben einen. Manchmal lassen die mehrere als einen fallen, aber wir wollen ja nicht uns übertreiben, oder? Ah, das Nachtdieb sich gerade. Oh, ich hasse diese Dinger, die uns verwirren. Nein, ess uns nicht! So. Okay. Dann gehen wir mal kurz in die andere Welt rüber. Oh, ich sehe schon große. Aber wir haben noch die Wut. Oh, und da ist eine Truhe. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das wirklich Zufall ist, ob man Tränke findet oder so, oder ob man irgendwas machen muss. Oh nein, das ist jetzt so ein. Kann ich in die andere Welt wechseln? Ja, kann ich. Aber wir sind trotzdem da drin. Scheiße. Ich hab gedacht, das könnten wir vielleicht umgehen. Ihr wisst, ich hasse diese Bannkreise. Okay. Süß, die Kleinen. Oh, das ist wieder ein Trank. Zwei haben wir jetzt. Oh, da, ich hab die gar nicht. Oh, auf die habe ich gar nicht geachtet. Level 32. Okay, ich hoffe, da kommt jetzt nicht wieder ein Bosskampf. Da haben wir ein Problem, nämlich. Das ist seltsam. Es ist fast so, als würde Sojo uns rufen. Oh. Ja. Oh, oh. Nee. Werde ich dich wiedersehen? Oh. Ja, ich verspreche es. Nando. Du versprichst was? Rin. Was passiert hier? Ich verspreche. Ah. Er hat recht. Hm. Ich erinnere mich. Jato. An alles. Endlich. Rin. Warum ich zu dir kam, warum ich so ja folge, warum ich sagte, dass du nicht ganz bist. Wir gaben uns ein Versprechen, dort wo die Moosglöckchen blühen. Wir haben es uns versprochen. Nein. Moment mal, ich bin Soju? Du warst, bevor du wurdest. So erkläre ich es vielleicht am einfachsten. So. Als Sojo nicht wiedergeboren wurde, zerbrach er in zwei Stücken. Die eine Hälfte von ihm wurde zu dir, in der Welt der Lebenden. Die andere Hälfte wohnte in Jenseits als eine Verkörperung des Hass. Wer ist da? Du bist das. Hm? Wer denn? Aber warum bist du nicht ganz? Nein. Ganz was? Wovon sprichst du? Deshalb hast du also gesagt, dass ich nicht ganz bin.
Ich konnte die Erinnerung des Nachtteufels sehen. Diese Kreatur ist ein Dämon, dessen Seele so sehr vom Hass angetrieben wird, dass sie nicht wiedergeboren werden kann. Du bist der Einzige, der ihn retten kann. Warum ich? Weiß ich nicht. Diese Antwort wirst du selbst herausfinden müssen. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon 100 Mal, oder? Kein Wunder, dass ich mich mit den Nachtteufeln verbinden kann. Wir beide waren eine einzige Seele. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Du bist das, was Soyo werden wollte. Der Nachtteufel ist alles, was er zurückgelassen wollte. Nur deine Hälfte kann seine Seele retten. Bitte, du musst ihn retten. Ich werde nicht weit reisen müssen. Er ist gleich davor und liegt auf der Lauer. Nein, wir kämpfen jetzt nicht gegen den. Ich habe Angst vorzutreten. Okay, aber es zeigt nur an das Spiel, das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinten sind. Okay. Ich werde auf jeden Fall, sobald wir speichern können, werde ich auch speichern. Also könnte es so gesehen sein, dass wir sogar Nachfahre von den Königlichen da sind, oder? Könnte man das so nennen? Es könnte aber auch sein, dass wir gleich erstmal trainieren müssen. Oh, ich hasse das, Mann! Oh, die Kleinen können wir nicht besiegen, weil der Große noch nicht besiegt ist. Also bevor wir zum Nachtteufel gehen, will ich erstmal 8 Tränke haben, ne, dass das klar ist, Leute. Oh, wie viel wir dann in der Zeit schon mitnehmen können. Okay, jetzt können wir die Kleinen besiegen. Weil das Risiko gehe ich nicht ein. Oh, da ist so ein Großer auf der Brücke. Wenn ich gleich in diese einfachen Gebiete nochmal muss, ne? Und 2 Stunden brauche, um die Tränke voll zu kriegen, das ist mir dann gleich egal. Nur, wenn das heißt, wir sind gleich beim Nachtteufel, heißt das auch, dass wir am Ende sind. Denke ich. Denke ich. Aber ich kann mich auch irren. Wie gesagt, diese Story-Trophäen halt. Ne? Da fehlen noch so viele, habe ich gesehen. Also, ich weiß es halt nicht. Oh, das ist ein Trank, das ist ein Trank. Okay, wir haben 3. War das hier was zum Speichern hier vorne? Ja, das war was zum Speichern. Okay, das machen wir auch direkt. Und da würde ich auch sagen, wo haben wir? Gleich 1. Dann machen wir für die Folge hier Schluss. Und ich bedanke mich mal. Ich werde gleich, denke ich mal, hier rumlaufen und erstmal trainieren. Und bevor ich zum Nachtteufel gehe, ich glaube, da kommt der Nachtteufel, fange ich die Aufnahme an. Kann auch schon ein bisschen vorher sein, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.